Herr Hebestreit, nur eine ganz kurze Verständnisfrage. Am 15. Mai hatte Ihr Stellvertreter Herr Büchner hier noch erklärt, dass der Kanzler vollumfänglich davon ausgeht, dass Israel sich bei seinem Vorgehen in Gaza an das Völkerrecht hält. Jetzt ist grob ein Monat vergangen. Bleibt der Kanzler denn nach wie vor bei dieser Aussage, dass er vollumfänglich daran glaubt, dass Israel sich in Gaza ans Völkerrecht hält? Der Bundeskanzler ist überzeugt, dass Israel alles tut, um sich an das Völkerrecht zu halten. Es gibt Vorfälle, die kritisierbar sind. Die werden auch in Israel unter anderem durch eine Untersuchung, die uns hier auch in der vergangenen Woche beschäftigt hat, gerade aufgeklärt oder untersucht. Und die Ergebnisse muss man abwarten. Da geht es, glaube ich, um die grundsätzliche Haltung. Und das sehen wir weiterhin so, ja.